Aber ich finde das eigentlich ganz schick mit dem Backprojektor. Ja. Müsste man wahrscheinlich mal einen neuen Projektor hinhauen, oder? Der ist so ein ganz normaler Beamer, der da einfach noch auf. Ist das ein Spezialteil? Der muss doch nur das Bild einmal flippen, damit das richtig rum ankommt. Ja, gut, ich glaube, wir haben 10 Uhr. Dann wollen wir mal zur Eröffnung schreiten. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zu den 12. Kieler Open Source und Linux Tagen. Mein Name ist André Mehrens, ich bin Prokurist hier im Kieler Innovations- und Technologiezentrum. Und wir als Zentrum freuen uns, dass wir jetzt schon zum 12. Mal hier die Tage veranstalten können. Kurz zum Organisatorischen. Aber bevor ich dazu komme, noch ein großer Dank an die Sponsoren, die dieses gemeinsame Event ermöglichen. Einen großen Dank auch an die Firma Tatja B., die das Streaming hier realisiert. Vielen Dank dafür. Kurz zum Organisatorischen. Wir haben Bratwürstchen, Getränke, Sandwiches, also fürs leibliche Wohl ist gesorgt. Bedienen Sie sich und ich wünsche uns allen eine tolle Veranstaltung und gebe das Wort weiter an Hauke Gusshabermann. Gut. Moin moin zusammen. Also zu 16 Jahre erlebte Linux-Geschichte, wobei der Titel eigentlich schon gelogen ist. Also ich habe auf dem Dachboden gewühlt und bei mir sind es eigentlich schon 18 Jahre. Aber mit einer kurzfristig abgesprochenen Frage soll ich einfach fragen, Daniel, was war dein erstes Betriebssystem? Und was haben wir denn da Feines? Ja, das ist ein schönes Microsoft MS-DOS. Das haben wir jetzt nicht. Nein. Doch. Nein! Doch! Ja, man muss es ja mal zeigen, wie man früher noch rumgehantiert hat. Wenn man da mal so ein bisschen rausrührt. Mit dem schönen 5,25 Zoll Disketten. Alterstest, da. Wer kennt das noch? Ja, genau. Und nicht zu vergessen, Papier. Papier. Damit konnte man den Admin dann auch mal hauen, wenn er einem irgendwelchen Scheiß erzählt hat. Nein, aber um die Frage mal ernsthaft zu beantworten, mein erstes Linux war ein Slackware und das war 95, denke ich. 95? Ja. Oh. Ja, ungefähr so sah es aus. So sah es aus. Also Dinge, die ich vom Dachboden geholt habe. Also das hier wäre meine erste Packung, die ich noch wiedergefunden habe. Die ist jetzt von November 95. Und es sah nachher wirklich genauso hässlich aus, wie man es da sieht. Und was ich mir dann noch aufgeschrieben habe, ich war eigentlich ziemlich stolz, dass ich überhaupt so ein Bild rausgekriegt habe. Es war nicht ganz trivial, überhaupt sich durch diese ganze Konfiguration durchzuhangeln. Es war ein ewig langer Dialog. Ich glaube, ich habe eine halbe Stunde gebraucht, Ja-Nein-Fragen zu beantworten. Habe ich denn folgende Grafikkarte? Ja-Nein, irgendwie, es dauerte wirklich ewig. Und belohnt wurde ich denn mit sowas? Naja, gut, es war damals nicht wirklich hübsch und aus heutiger Sicht ist es eigentlich eine Beleidigung. Was ich damals noch nicht wusste, dieses Programm, was hier ist, GIMP, gab es damals schon. Ich glaube, das habe ich damals niemals gesehen. Also es sieht heute ein bisschen anders aus, aber es gab es damals wirklich auch schon. Wir haben auch noch später ein paar Bilder, wo man das mal in neu sieht. Wo man es neu sieht und wo ich versucht habe, Pinguine zu malen. Ja. Sehr schön ist auch, hier auf der linken Seite sieht man einen Bildbetrachter. So sahen die früher aus. Inklusive Dateidialog. Ein wenig antiquarisch. Ja.
Oder was hätte ich noch dazu? Also, oder noch einen zurück. Damals hatte ich eine Soundkarte. Ich war auch, jemand, der nur nicht alles sofort kaufte, aber es gab so einen 8-Bit-Soundblaster Mono bei Escom. Eine Firma, die es auch nicht mehr gibt, die es schon lange nicht mehr gibt. Und dieses Ding zum Laufen zu kriegen, muss ich einen Kernel kompilieren und auch ewig lang fragen, denn beantworten, bis ich das denn da gefunden hatte. Und ich weiß nicht, wie lange es gedauert habe. Es kam mir eine halbe Ewigkeit vor. Vielleicht hat der Rechner einen ganzen Tag durchrechnen müssen, bis er da einen neuen Kernel hatte, der diese Soundkarte unterstützte. Also damals war es noch relativ schwierig, sowas überhaupt zu machen. Hast du denn den Lilo danach auch ausgeführt? Ich weiß es nicht. Also es fuhr irgendwie hoch. Aber das sind so Details, die verschwinden irgendwie in der Geschichte. Das war früher immer ein sehr schönes Problem, wenn man seinen Kernel selber übersetzt hat und dann vergessen hat, dem Bootmanager zu erzählen, dass man einen neuen Kernel hat. Dann hat man die Kiste nämlich einmal ausgemacht und wieder angemacht und sich gewundert, warum nichts passiert. Ja, jo. Das ist heute glücklicherweise nicht mehr so. Das sind gerade die neuen Folien, fällt mir auf. Also was man jetzt da nicht sieht, was ich mir noch aufgeschrieben habe, Dinge, die es nicht mehr gibt, die es zum Glück nicht mehr gibt, sowas hier, also auch auf Papier. Und in diesem Magazin finden sich quasi Foren. Wir können das ja mal rumgehen. Wir können, das ist wie in der Schule, wir geben das einfach mal rum, dieses Beweisexemplar. Man konnte dort Fragen hinschicken. Man hat die auf Diskette eingeschickt per Post. Dann wurden die dort in so ein Textsatzsystem eingefüttert und dann wurde das gedruckt. Dieses Magazin erschien anfänglich jeden Monat. Also dauerte es 2 Monate, bis man die Antwort auf seine Frage hatte, wenn die jemand überhaupt in dem Magazin beantworten konnte. Also ein Forum mit einer Latenz von 2 Monaten. Und wir regen uns schon über eine Millisekunde Latenz auf. Ja, wie man sieht, in 98 ist der GIMP dann auch schon mal ein bisschen hübscher geworden. Insgesamt die ganze Oberfläche. Sehr viel hübscher, wie man auch an dem Pinguin sehen kann. Das ist wieder ein Versuch, einen Pinguin zu malen. Ja, es gab auch die ersten Spiele. Es gab die, wie immer gibt es Terminals. Terminals gibt es, glaube ich, auf jedem Bild, was du gebaut hast, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, nachher habe ich es weggelassen. Aber damals waren Terminals ja noch irgendwie ein Stilelement. Ja, 2000 rum. Da fällt mir ein, ich habe hier noch so eine Raritäten. Das ist nicht von meinem Dachboden, sondern vom Dachboden von Herrn Stenner. Und das ist Red Hat Linux 6. Wieder mit Bootdiskette und Handbüchern. Wie man sieht, halten die beiden Packungen auch nicht mehr. Also wie gesagt, sowas lag da früher bei. Eine Bootdiskette. Eine Bootdiskette. Und was natürlich nicht fehlen durfte, waren Aufkleber. Damit man seine Rechner aufverzieren konnte. Und natürlich wieder viel Handbuchsmaterial, damit man den Admin hauen konnte. Oder das Kaminfeuer anheizen konnte. Und ich glaube, hier irgendwo zwischendurch ist auch noch eine CD. Nein. Ich glaube, die Packung geben wir mal lieber nicht rum. Ja, Caldera Linux. Weißt du was von Caldera Linux? Genau. Das hier fällt auch auseinander, aber weil es quasi so designt ist, dass es auseinanderfällt. Also Caldera war eigentlich so die erste Distribution, mit der ich zufrieden war. Im Gegensatz zu SUSE, wo man einen ganzen Packen CDs kriegt und womit man die Festplatte füllen konnte und dann doch irgendwas fehlte, haben sie das hingekriegt, auf 2 CDs irgendwie alles drauf zu packen, was ich brauchte. Also damit war ich sehr zufrieden. Und das ist auch noch, bevor Caldera böse wurde und nachher zu SCO mutierte und meinte, IBM verklagen zu müssen und andere Firmen wegen angeblicher Übernahme von Quelltext in Linux und so. Das ist auch eine lange Geschichte. Ach genau, wir haben ja noch mehr Fundstücke. Genau, also so sah es damals aus, hatte einen grafischen Installer mit Hardwareerkennung und es hat funktioniert. Also ich war damit halt zufrieden. Und es ging eben auch damals, ohne dass man Zeug aus dem Internet runterladen muss. Das war halt wichtig für Leute, die auf dem Dorf leben. Internet, Modem und so war nicht so ein Spaß. Apropos Internet runterladen. Nochmal ein Fundstück aus Haukos Sammlung. Das hier ist eine aktuell
Linux-Distribution, da ist SUSE mit drauf. Und das nur auf der ersten CD. Die anderen CDs sind mit Spiegelungen von Servern aus dem Internet gefüllt. Damit man dann auch mal schnell an Quellen rangekommen ist. Und dann, was es auch noch gab, also auch mehr Papier. Ich habe die jahrelang gekriegt. Also das heißt SUSE Online, also Online auf Papier. Du solltest es umdrehen. Stimmt, da sieht es besser aus. Genau, SUSE Online gibt es auf Papier, kam denn, was weiß ich, dreimal im Jahr oder so und da wurden denn so aktuelle Neuigkeiten vorgestellt. Es gab es auch im Internet. Also hätte es auch gegeben, aber es gab es eben auch online auf Papier. Und wir regeln uns heutzutage über Internetausdrucker auch. Und irgendwo habe ich sogar, ich habe die nochmal durchgeblättert nach den ganzen Jahren und irgendwo habe ich Neuland gefunden und da dachte ich, Neuland, das hast du doch letztens gehört. Und das ist jetzt ja nun nicht so eine unbedingte Neuland. Amazon also was für tolle Dinge denn da auch beworben wurden, was sie gerade neu hatten. Also damals stand dann auch schon drin, jetzt die Spieleplattform und es gibt jetzt Call for Power, was war das denn? Civilization oder so, ja, ne? Civilization, ja. Genau, sowas gab es dann auch schon, also die Spieleplattform der Zukunft. Also alles, was jetzt kommt, ist bloß noch kalter Kaffee, haben wir alles schon gehabt, so ungefähr. Ja, genau, sieht stand man ja damals schon in, hier im Hintergrund. In SUSE Online. In SUSE Online. Jo, das war zu schnell. Jo. Ja. Also, so sah es damals aus. Ne? Also zum Vorbild, man sieht sehr schön, wie hier unten KDE sich ein wenig weiterentwickelt. Jetzt sind die Kanten abgerundet, vorher waren sie es nicht. Jetzt auch mit abgerundeten Kanten. Ja, jetzt auch mit Toll. Abgerundeten Kanten, ja. Ja, auch mit modernen Webseiten. Also es funktioniert sogar teilweise, also den JavaScript-Teil habe ich unten mal weggelassen, weil das nicht so schön aussieht, aber ich war eigentlich überrascht, dass man überhaupt was lesen kann, also dass es wirklich schon transparente PNGs kann. 2000 rum gab es transparente PNGs, das können einige Browser bis vor ein paar Jahren... Einige Browser können das immer noch nicht richtig. Die können das immer noch nicht, ja. Ja, nicht richtig. Ach, die können das nicht richtig, da ja, wird es blau können, oder sie, so, ne? Sie können es aber nicht richtig. Okay. Also damals hat es schon funktioniert. Ja, 2001 waren auch die ersten Linux-Tage? Nein, also die Linux-Tage, also quasi die Linux-Linux-Tage, die damals mit Klaus Knopper und Co. angefangen haben, waren eine relativ kleine Veranstaltung, die sich von Jahr zu Jahr immer vergrößert hat. Und das soll jetzt angeblich die größte Veranstaltung sein, die es da jemals gab. Also man sieht so richtig Messeaufbauten, also es sieht so ein bisschen aus wie eine kleine Cebit. Man sieht auch, dass dieses Bild noch während des Aufbaus geschossen ist. Hier steht noch so eine Ameise rum. Aber es ist schon erstaunlich, dass es ja, zu der Zeit tatsächlich Linux-Messen gab, an denen Leute riesige Messestände aufgebaut haben. Wir haben auch noch ein bisschen mehr von. Diese Firma gab es da auch? Ja, die gab es da auch. Es gibt auch Pinguine. Wir können ja eigentlich mal Pinguine ziehen. Wie viele Pinguine sind in diesem Bild versteckt? Na gut, dann nicht. Ja, weitere Entwicklung bei KDE oder SUSE. Jetzt auch mit runden Icons. Noch rundere Icons, noch rundere Icons. Also ich weiß nicht, ob die Geschichte wirklich dazu passt, ob es jetzt wirklich diese SUSE-Version war, Linux-Installationstag, das kommt noch, ne? Ja, das kommt noch. Aber wir haben hier nochmal so ein Paket. Stimmt, genau, wir haben noch weitere Pakete. Wir können ja eigentlich das mal aufmachen. Oh also, ja, Unpacking. Das war... Also erstmal ausklappbar. Genau. Damit man die ganzen Vorteile alle noch sehen konnte. Und also ich... Wir haben die jetzt zwar nicht runtergegeben, aber dieses ist deutlich schwerer als die vorher. Was haben wir denn da? Eine CD-Tasche. Die sogar noch original verpackt. Ich entsiegel die gerade mal, ne? Nein, der Wiederverkaufswert sinkt gerade dramatisch. Ich würde sie gerne entsiegeln. Was meinst du, was die noch wert ist, original verpackt? Also wenn es oben auch noch zu gewesen wäre. Wäre. Ja, wäre. Ich weiß nicht. Kriegt man dafür was? Achs. Na, also wie gesagt, ein ganzes CD-Heftchen mit einer richtigen CD-Sammlung.
Ja. Zu beachten ist, das hier ist die Installations-CD. Die anderen CD-Medien gehören da dazu natürlich zu. Man konnte alternativ aber auch die DVD benutzen, die hier unten in der Ecke ist. Also wenn man ein DVD-fähiges Laufwerk hatte, konnte man sich das Disk-Jockeying sparen. Was haben wir noch? Also es gibt ja auch noch das Quick-Install-Manual. Ja, also dann braucht man nicht den ganzen Haufen Papier hier. Also das gibt es auch noch in sehr ausführlich. Gibt es auch bunte Bildchen? Oh ja, mit bunten Bildchen. Stimmt. Das ist mal Kunst, oder? Und Sprechblase. Auch nicht schlecht. Da könnten sich die heutigen Anleitungen mal was von abschneiden. Mm-hmm. So schicke Sprechblasen habe ich lange nicht mehr gesehen in Manuals. Und hier? Also in dem großen hier, da wird es eher, das ist eher grau. Grau und überwiegend textlastig. Also wer was bunt mag, hat damals das Comic gelesen. Ja. Denke ich mal, ich habe nie reingeguckt. Also, aber was es früher auch gab, wenn man zu Konferenzen oder Veranstaltungen gefahren ist, dann hat man so schicke CD-Packs mitbekommen. Und das ist auch das Dickste, was der Linux-Tag selbst gemacht hat. Ja. Also, was es gab. Mit Desktop-Anwendungen und Oberflächen, speziell zum Ausprobieren. Oh ja, und Turbolinux. Turbolinux, genau. Ja, gibt es die noch? Die soll es noch geben. Die soll es noch geben. Aber ja. aber Mandrake Linux gibt es nicht mehr. Nee. Nee, die heißt jetzt anders. Das heißt jetzt. Mandriva. Mandriva? Mandriva Open Blafase. Ich glaube, da kommt nachher auch noch eine Folie, wo ich denn mal versucht habe, das noch zu installieren oder irgendwas. Ich weiß es nicht, aber es gibt jetzt ja. Das war früher. Mageia gibt es jetzt ja. Ah. Das finde ich eigentlich auch ganz nett. Habe ich, glaube ich, kein Bild zu gemacht. Aber es ist eigentlich ganz nett. Installiert. Ich finde, mittlerweile unterscheiden sich die Distros auch nur noch marginal, je nach Desktop-Oberfläche, die man wählt. Ist nicht mehr so wie früher eigentlich, ne? Ja. Knibbels. Irgendein Wurmspiel für Zwerge. Knibbels. Interessant. Und was haben wir da? Ist das OpenOffice? Das müsste OpenOffice sein, genau. Da steht es unten? Nee, habe ich jetzt ein bisschen überdeckt. Aber genau, damals gab es noch OpenOffice, gibt es ja immer noch, ja klar, gut, aber damals gab es eben bloß OpenOffice. Genau. Oh, die ersten Control Center von den Desktop-Oberflächen selber, wo man Soundeinstellungen und die Schriftarten ordentlich selber selektieren konnte und so. Das war, musste man vorher Dateien für editieren. Solitär. Wow. Oh, und Augen. Schielende Augen. Schielende Augen. Gibt es die eigentlich noch? Die gibt es immer noch, natürlich. Die gibt es immer noch? Ja, das gehört zu jeder Standardinstallation. Ich glaube, das kann es gar nicht rausnehmen. Ich habe die nicht. Das gehört, doch, natürlich. Nein. Wie? Nein. Das gehört aus dem X-Paket, oder nicht? Nee. Das wurde doch modularisiert vor einigen Jahren. Scheiße. Jetzt ist X-Eis raus. Das ist ja... Wir eben davon gesprochen haben. Genau, Mandrake haben wir noch. In... Schick gar nicht bei, welche Version, ne? Nee. In irgendeiner Version, die es 2003 gab. Ja, das war, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Ja, also man beachte auch den Pinguin. Wirklich nicht hübscher. Sie werden wirklich nicht hübscher. Ne? Okay, liegt auch ein bisschen an der Maus. Also da gab es eben auch GIMP und sie sieht schon fast so aus, wie man es heute kennt. Eben mit dieser Palette und ja. Also es hat auch funktioniert. Ne? Und unten OpenOffice 1.1. Also es hat auch funktioniert. Man konnte damit auch schon seine Einkaufszettel damit schreiben. Also. Ja, eine Kalenderanwendung. Genau, genau. Und das der Kalender geht immer noch. Also man konnte das aktuelle Datum von heute auswählen, also 19. Also ich hast du die Schaltjahre kontrolliert? Nee, das habe ich jetzt nicht. Ja. Also ich habe bloß den Termin eingetragen. Oder habe ich jedenfalls versucht. Ich weiß nicht, ob es geklappt hat. Na, die sind da schwarz markiert, ne? Also auf jeden Fall. Das ist irgendwie der 20. hier, der ist schwarz markiert. Ich würde mal annehmen. Stimmt. Oder vielleicht ist es einfach bloß ein Feiertag irgendwo. Vielleicht ist es ein Feiertag. Stimmt, internationaler Feiertag. Ja, genau. Ja, weitere Spiele, immer noch Mandrake Linux. Stimmt, und es gab auch so Entwicklungsumgebungen, also KDevelop habe ich damals auch eine Zeit lang benutzt, war ich eigentlich ganz zufrieden mit. Es war das auch nicht auch die Zeit, wo Eclipse aufkam? Keine Ahnung. Also, mag sein, nicht benutzt. Nicht benutzt, wegen wahrscheinlich mangelnder Rechenleistung.
Ja, man darf ja auch immer nicht vergessen, das war 2003. Da sind wir jetzt schon bei 2000. Ich glaube, mein aktueller Rechner zu der Zeit war ein K7 irgendwas mit knapp einem Gigahertz. Wow, ich glaube, das war. Und das war, glaube ich, zu der Zeit schon schnell. Das war, glaube ich, wirklich nicht schlecht. Ich glaube, da hatte ich noch meinen K6 II mit 350 MHz. Wenn ich da jetzt, also ich habe einige Sachen noch nicht mehr wirklich einordnen können. Also. Oh ja, das ist wirklich interessant, wenn man sich mal hinsetzt und versucht zu erinnern, wann man welche Sachen wie installiert hatte. Es hat mehrere Stunden gedauert, bis wir uns an Sachen erinnert haben. Ja, weiterhin Mandrake Linux, immer noch 2004. Oh, 2004. Genau. 2004 an den Linux-Tagen, da gab es noch sowas. Das ist ein Internetcafé. Und das war durchaus besucht. Also es gab Bedarf dafür. Und diese eckigen Kästen, an die so groß sind, das sind Röhrenmonitore. Wenn man die Älteren davon hatte, hatte man Chancen, braun vor dem Monitor zu werden. Ja, heute in Zeiten, wo jeder ein Smartphone in der Tasche hat, braucht man natürlich kein Internetcafé mehr. Da hat man ja das quasi in der Hosentasche, das Internetcafé. Und 2003 war der erste Linux-Tag, wo ich dann auch in Karlsruhe mit dabei war. Und es war wirklich brechend voll. Also was man heute von Messen eigentlich gar nicht mehr so wirklich kennt. Also dass es wirklich voll war, dass sich die Leute durch die Gänge auch geschoben haben und dass die auch wirklich interessiert gefragt haben. Also heute ist es eigentlich eher so, kennen wir alles und höchstens mal eine Detailfrage und das war es dann. Aber damals waren die Leute noch wirklich interessiert an dem. War eigentlich eine schöne Zeit. Du hast irgendwie nur SUSE-Linux-Kästen, kann das sein? Das hat auch einen Grund. Wir hatten eine Hochschulgruppe an der Uni und wir haben dann auch so Verlosung gemacht. Und SUSE war damals sehr spendabel, was das Sponsoring für, wie soll man das sagen, also für Studenten und so was anging. Und das eine Mal kriegte ich so einen 10er Packen, also es war nicht die 8.1, sondern eine ältere Version, aber halt so eine 10er Kiste von den. Also ich muss sagen, das andere Ausklappheft fand ich angenehmer. Das ist so ein bisschen so wie diese Faltkarten, ja, so wie die Faltkarten, wo du dann nachher irgendwie alles auseinandergerissen hast und weißt auch nicht mehr, wo du bist. Ja, genau. Und du kriegst die vor allem nicht mal wieder zusammengefaltet. Also hier wieder die Installations-DVD oder der CD-Fahrt für Leute, die gerne Musik wechseln. Jax. Ja, sie fallen auch hier auch scheinbar raus. Ich fand die alte Variante besser. Ja, das war irgendwie praktischer, ne? Ja, das war irgendwie praktischer, ja. Naja, wobei, wenn man. Eigentlich müssten wir jetzt ja auch noch die passenden Plakate dazu. Oh. Nee, das ist bloß ein Installationsplakat. Oh, ja. Das konnte man sich an die Wand hängen. Also, falls man. Also, zum einen. Genau, hatte es einen praktischen Nachnutzen. Ne? Und zum anderen wusste man immer, wie man die Distro wieder aufsetzt. Einfach über den Schreibtisch hängen und dann bei Gelegenheit jede Woche einmal neu installieren. Hat auch gar nicht lange gedauert, also man konnte auch wirklich alles installieren, also nicht bloß so ein bisschen Tüdelü, sondern wirklich alles. Haben wir noch die Install-Tage? Ich weiß es nicht. Ich dachte, es war drin, aber ich bin mir nicht sicher. Muss man vielleicht auch erklären. Also früher gab es Linux-Installationstage an der Uni. Der wurde auch quasi verordnet vom, was war denn? Ich spule mal ein bisschen vor, ne? Vom Informatik... Oberguru oder wie auch immer. Also es gehörte halt eben dazu, dass die Studenten an der Uni eben mit Linux umgehen können mussten und die wurden dazu verdonnert. Entweder ihr macht das selbst oder ihr geht an den zwei Tagen dahin und lasst euch das schön auf eurem Rechner installieren. Ja. Und da haben wir uns mal den Spaß gemacht, oder was heißt Spaß? Daher war es gar nicht so spaßig. Da kam eben einer an mit einem relativ für damalige Zeit großen Rechner an. Also er hatte auch eine große Festplatte dabei und da dachten wir, nehmen wir mal die Option, alles installieren. Und wir haben gesessen und gesessen und gesessen. Die Gesichter wurden immer länger. Und dieser Student hatte auch so eine leicht aggressive Grundhaltung. Eigentlich wollten einige schon los, aber damit da nun nicht doch irgendwas passiert, sind wir dann alle sitzen geblieben, dass denn, ne, jetzt bleiben wir ruhig hier, das wird schon noch fertig und so. Und wie lange hat es denn insgesamt gedauert? Ich weiß es nicht, 4 Stunden, 5 Stunden, 6 Stunden. Ah. Also es ging ja irgendwann nachmittags los und es wurde schon dunkel draußen, also es hat Stunden gedauert. Aber danach war er gut ausgestattet. Er war gut ausgestattet, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob er es nachher benutzt hat oder ob der Rechner überhaupt noch in brauchbarer Zeit hochfuhr, also wirklich alles, hieß ja auch alles, was Server ist und rumpel, rumpel, rödel, rödel. Ja. Also es war, okay, glaube ich, kein Spaß. Nee. Nein, nicht wirklich.
Ja, man darf aber auch nicht vergessen, dass man damals als Laie so eine Installationshilfe auch brauchte. Sobald man nämlich Hardware hatte, die nicht unbedingt 2 Jahre alt war, hatte man Probleme, seinen Kernel darauf zum Laufen zu bekommen, beziehungsweise die entsprechende Hardware zu benutzen. Also dann ging halt mal der Sound nicht oder die Grafikkarte konnte halt nur VGA und all diese lustigen Dinge. Besonders spannend bei Laptops. Stimmt. Da Laptop SES 630, es war ein ganz toller Chipsatz, hatte ich in meinem lautesten Notebook, ich habe noch mal überlegt, ob ich es noch mal mitnehme, also der Monitor funktioniert nicht mehr, aber ich glaube, der Lüfter geht noch. Dieses Gerät war so laut, dass ich in einem Serverraum saß und die Leute sich immer noch beschwerten, dass mein Notebook so laut war. Also der Staubsauger war eigentlich nichts gegen dieses Gerät und es war auch nicht irgendwie geregelt oder so, dass es denn irgendwann mal leise wurde. Nein, es lief in einer Tour dann halt durch und da war eben dieser tolle SES 630S-Chipsatz drin und der funktionierte eigentlich mit gar nichts wirklich und irgendwann nach ein paar Jahren oder so. Das hat aber auch seine praktischen Seiten, dass die Rechner früher so viel Wärme abgegeben haben. Man konnte seine Spiegeleier da drin gar bekommen. Es dauert ein bisschen, wir haben das mal ausprobiert, aber es geht. Wie geht? Einmal über die Tastatur rüber und dann wieder abziehen? Nein, einfach eine Oberfläche daneben legen, die steril ist und da das Ei drauf aufschlagen, warten. Ein bisschen dafür sorgen, dass es am Anfang nicht wegfließt. Okay. Und das, irgendwann hast du ein Spiegelei. Das ist auch hygienisch einwandfrei, oder? Ich weiß nicht, wie viel Staub aus dem Rechner gekommen ist in der Zwischenzeit. Also nicht, ich würde sagen, nicht nachmachen. Tja, ja, was haben wir noch? Wir könnten auch noch mal eins von den Plakaten zeigen. Stimmt, genau, die Plakate. Das hier ist das zweite. Dann haben wir noch mal ein aktuelleres. Die habe ich auch noch wieder gefunden. Das ist, glaube ich, das aktuellste. Ja, genau, in 2001, das kommt schon hin. Es gab natürlich auch dann Werbung zu diesen SUSE-Paketen, die wir dann kriegten. Und ich habe dann davon auch diese Plakate aufgehoben. Und naja, SUSE war, wie soll man das sagen, also durchaus von sich überzeugt, kann man ungefähr so sagen. Ne? Also, ja. Was haben wir noch? Das hier? Ach so, ja. Zahlenwitze. Die Zahlenwitze bei den SUSE-Plakaten, alle Achtung, ja, warum nicht? Wir haben noch überlegt, ob es nächstes Jahr gibt, alle Neune und bei 10, jetzt gibt es einen auf die 10 oder so oder einen auf die 12, je nachdem. Ja, da haben wir nochmal das hier, das Beste. Aber das gab es dann nachher nicht mehr, eigentlich schade. Da gibt es einen auf die, genau. Ja. Aber noch was Passendes? Nee, ich glaube, so langsam ist dann die Kiste leer. Ja, irgendwann ist es daher auch ausgedünnt. Also das sind wir haben hier noch so quasi ein bisschen mehr online. Genau, das sind die Zeiten, wo es sowas im Internet dann auch wirklich gut gab. Also wo man es auch wirklich noch auf CD, DVD und in Papier und so brauchte. Und das wurde nachher weniger und daher gibt es auch nicht mehr so viel vorzuzeigen. Ist irgendwie schade, aber... Naja, wir haben immer noch Bilder von den... Genau, Bilder. Ich hatte da vorhin eben ja schon ein bisschen rumgespult. Man sieht so über die Jahre hinweg, dass die Oberflächen halt immer schicker werden. Also hier auch die ersten Versionen vom Firefox. Das war ja am Anfang wirklich eine Verbesserung der Firefox. Wenn ich mir überlege, wie lange der Netscape-Navigator damals zum Starten gebraucht hat. Oder die Mozilla-Suite. Stimmt. Einen Moment später. Ja, und der Firefox, das war... Klick und schon war der Browser auf. Und das auf der alten Hardware. Klick und schon da? Echt? So schnell oder gefühlt? Also, ja, also am Anfang wirklich so schnell. Okay. Aber da hatte ich, glaube ich, auch gerade den ersten AMD 64 oder so. Gut, daran kann es gelegen haben. Ja, aber das ist auch nicht mehr so. Nee. Also es wird eigentlich alles nicht unbedingt schneller. Nee. Das ist auch irgendwie so eine Erfahrung. Also wenn ich jetzt so denke, wie schnell mein 286er damals hochfuhr. Und, also da sind wir eigentlich irgendwie immer so gleich geblieben. Ist irgendwie... Ja, aus irgendeinem Grund verbrauchen sämtliche Betriebssysteme im Laufe der Zeit immer mehr Rechenleistung zum Starten. Eigentlich eine tolle Entwicklung, oder? Ja. Naja, irgendwie müssen wir ja auch begründen, dass wir immer bessere Hardware brauchen, ne? Stimmt, natürlich. Naja, aber wie man hier sieht, der Grimm nähert sich so langsam seinem heutigen Aussehen. Die Icons von den Werkzeugen sind schon mal ein enormes Stückchen schicker geworden. Und farbig. Farbig, ja. Ja, vorher konnte man gar nicht vermuten, dass man damit auch farbige... Ja, vielleicht war das auch gar nicht möglich.
Ja, wir sind auch quasi schon in der Moderne. Das ist die eine der früheren Versionen von Linux Mint. Eine mittlerweile recht Mainstream-mäßige Distro, würde ich sagen. Also, wenn man Ubuntu nicht mehr mag, dann ist Linux Mint eventuell eine Alternative. Oh, jetzt machen wir große Sprünge. Das ist Linux Mint 9. Hast du die VM da nicht so groß bekommen? Oder sind die Fenster größer geworden? Also es soll eigentlich immer dieselbe Auflösung sein. Ich habe es jedenfalls versucht. Aber irgendwo ist es mir nicht gelungen. Und komischerweise nicht unbedingt in Folge. Also die alten haben irgendwie funktioniert mit Basteln. Dann habe ich irgendwo so einen Aussetzer, da habe ich es nicht hingekriegt. Und dann ging es eigentlich durchgehen. Nur kleiner. Nö. Schon hier 1024 und so. Genau. Ja, was ist das eigentlich? Das müsste eigentlich noch ein GNOME 2 irgendwas sein, ne? Ist das nicht schon ein Cinnamon? Nein, da noch nicht. Oder ich kann natürlich mal gucken hier. Ich glaube, sowas habe ich mal aufgeschrieben. Oder? Ja, nee, Cinnamon kommt erst, obwohl, nee, als ich es benutzt habe, war 2013. Also, da gab es das vielleicht schon 2 Jahre. Wo wir bei 13 wären. Bei 13, genau. Ja. Also viele von den Sachen habe ich auch nie benutzt. Also eigentlich habe ich ab 2005 oder so bloß noch Debian benutzt. Und das andere habe ich jetzt nochmal so rausgegraben und mal geguckt, was es eigentlich gegeben hat. Teilweise ist es gar nicht so einfach, die Dinge überhaupt noch zu kriegen. Also Installationsmedien noch irgendwo herzuholen. Teilweise naja, kriegt man die ja auch hier rumliegen. Ja, aber man kriegt ja nicht mehr alles. Und ja, das ist ja relativ konzentriert, so ein Bereich, ja, was ich denn noch habe. Aber altes Debian bekommst du doch immer noch. Debian bekommst du. Aber sowas wie, Coral, ich weiß nicht, ob man die Firma heutzutage noch kennt. Also die war mal für Grafikprogramme sehr bekannt. Keine Ahnung, sind die es immer noch? Ich weiß es nicht. Ich weiß noch, dass mein Vater damals so eine riesige Packung von Coral im Schrank hatte, wo Cliparts drin waren. Stimmt. So riesige CD-Sammlung an Cliparts. Keine Ahnung, kennt jemand von euch heute noch Cliparts? Ich habe den gleichen Vater wie du. Hier hat man jemand was damit gemacht, immer eine riesige Sammlung davon zu Hause. Ja. Eine Familie. Das hatte ja auch keiner Zeit, das eigentlich durchzugucken. Allein die CD einzulesen dauerte ewig und dann das Rendern der Vorschaubilder nach dem Packen. Okay. Okay, wir hatten sie aber alle zu Hause rumstehen. Das ist, glaube ich, ungefähr so, wie jeder früher ein Bockhaus-Band-Sammlung zu Hause stehen hatte, aber keiner ihn wirklich komplett durchgelesen hatte. Die 26 Bände oder was das mal her waren. Also, was hier bei dem Elementary-OS sehr schick zu sehen ist, wie so Einflüsse von anderen Betriebssystemen so langsam in die Desktop-Oberflächen von Linux durchsickern, weil das kommt mir irgendwie leicht Mac OS X-mäßig vor. Diese. Stimmt, ja, diese Leiste da unten, ne? Genau. Und das andere ist ja die Software Center, das ist ja so ein bisschen Android-mäßig. Ist das eigentlich ein GNOME oder? Nee, das ist was Eigenes. Ach, was also Eigenes. Das ist eben auch so eine Ubuntu-basierende Distribution mit eigenem Desktop. Achso, das ist also dieses viele Unity. Gibt. Nein, das ist nicht Unity. Also das ist eben dieses Elementary GUI-Dings. Okay. Ja. Was es eben noch so gibt, was man, also was ich nicht benutzen wollen möchte. Aber warum betreibst du das eigentlich in diesem Window-Mode andauernd? Ja, ich weiß gar nicht, ob es das da schon anders gab. Das ist ja die 2.6er-Version. Ich glaube, das gibt es erst ab 2.8, oder? Das gibt es erst so spät. Ich meine schon, das in 2013. Das ist quasi ja letztes Jahr noch schon benutzt zu haben. Okay. Naja, wie man wieder sieht, ist das GIMP, wirklich verändert hat sich in den Jahren nicht. Die Versionsnummer ist ein bisschen nach oben geklettert. Wenn man es mal regelmäßig benutzt hat, es war eine Verbesserung. Aber optisch hat sich das nicht mehr weiter unterschieden. Ja. Ach genau, OpenMandriva, das ist eben auch. Oh ja, das ist, glaube ich, das Offizielle jetzt, ne? Also das Offizielle. Es gibt kein Mandrake mehr. Mandrake gibt es ja nicht mehr. Die Firma ist doch auch irgendwann pleite gegangen. Oder hat sich umfirmiert. Mandrake durfte es ja irgendwann nicht mehr heißen, wegen Heavy Metal Band oder so. War da nicht sowas? Müsstest du eigentlich eher wissen.
Ich kenne ein Album, was so heißt, ja. Vielleicht darum. Also die mussten sich ja irgendwann mal umbenennen in Mandriva. Dann haben die ziemlich viel in Sand gesetzt. Ja. Wir waren auch schon mehrfach pleite und jetzt heißt es eben Open Mandriva. Das ist so der letzte Versuch, da noch was zu machen. Aber an sich die Entwicklung ist bei Mageia. Das ist eben ein freies Projekt, was community-mäßig. Ja, die haben ein schickes Logo. Ja, die Distribution ist eigentlich ganz schön. Also es funktioniert. Das ist wie Ubuntu vor 3 Jahren oder wie? Funktioniert und ist schick und wurde dann komisch. Naja, also bis jetzt, also 1 bis 4 fand ich, also es ging, also benutze ich auch nicht, das lässt sich installieren. Mandrake muss man sagen, dass früher die Distribution sich vom Kernel stark unterschieden. Die hatten wir nicht, na, es gab ja den 2.4er Kernel war das damals, oder was? Ja, der 2.4er. Den gab es auch, ja. Genau, so, und da hatte jede Distro so seinen eigenen Satz an speziell für bestimmte Situationen zugeschnittenen Treiber. Die haben die aber nicht wirklich untereinander getauscht, das ist mittlerweile besser geworden. Aber wenn man dann irgendwie TV-Schnitt machen wollte, dann musste man den SUSE nehmen, weil da gingen die TV-Schnittkarten. Und wenn man irgendwas satteln wollte, dann hat man lieber einen Mandrake genommen, weil da gingen die Grafikkarten besser. Also das war ein wenig zerstückelt. Mittlerweile ist das, ja, irgendwie haben sie sich darauf geeinigt, dass sämtliche Treiberänderungen doch bitte mal in den Mainline-Kernel zurückfließen und nicht jeder sein eigenes Süppchen kocht. Tjo. Als ich das versucht habe, nochmal zu installieren, musste ich ja irgendwie so eine Bootdiskette auch emulieren und erstmal die richtige rausfinden. Es gibt so Abbilddateien, die sind dann auch 1,44 MB groß, also so groß wie eine Diskette ist. Und da gibt es eben verschiedene. Ich glaube, da sind 10 verschiedene bei, wo eben verschiedene, also auf jeder Diskette ist irgendwie eine andere Zusammenstellung an Treibern für diesen SCSI-Controller, aber ohne Netzwerk, oder für einen anderen SCSI-Controller mit Netzwerk, aber nur für folgende Netzwerkkarten, oder bloß für IDE mit ohne Netzwerk und Dings. CD. CD, genau. Stimmt, mit CD gab es ja auch. Ja. Also das war nicht so einfach, da überhaupt das Richtige rauszufinden. Dann musste man am Anfang auch immer noch den richtigen Treiber für haben. Das sowieso. Und was das vor allem für jedes Laufwerk einen anderen. Ja. Also es war damals nicht, es war eigentlich gar nicht besser, oder? Nein. Also kann man so zusammenfassen. Nein. Also es war früher nicht. Aber man kann besser sagen, wir hatten ja nichts. Also wir hatten mehr Papier. Ja, das und hast weniger, du aber auch gebraucht. Und weniger Wissen. Also ich weiß nicht, ob ich es durchgelesen also, habe. Man darf ja auch nicht vergessen, diese ganzen Handbücher, man hatte ja früher wirklich gebraucht. Das war ja nicht so wie heutzutage, wo, ja, wie geht denn das? Ja, ich gucke mal kurz im Internet nach und da steht es dann wohl schon irgendwie. Oder ich schlage mal die Manpage an meinem anderen Rechner auf, den anderen Rechner gab es halt nicht. Da musste man halt das Handbuch rausholen und mal gucken, ah ja, ich habe folgendes Problem. Mist, hier steht da auch nichts zu. So, also. Es war aber auch ein bisschen kommunikativer teilweise. Da musste man nämlich den Kumpel anrufen und fragen, ob er das Problem auch schon mal hatte oder ob er mal in der Manpage nachgucken könnte, was denn da steht. Okay, solche Leute gab es in deinem Umfeld? Also bei mir gab es die eigentlich nicht. Ja, in deinem Umfeld gab es solche Leute. Aber ich habe ja auch mal Slackware hier. Ach so, da kriegt man die Community schon mit dazu. Das ist die Slackware und was noch sehr viel mehr Community fördernd ist, wenn man mal Linux von Scratch ausprobiert hat. Stimmt. Ja, das ist witzig. Das ist übrigens, wenn man sich wirklich, wirklich mal mit ganz, ganz vielen Dingen auch gleichzeitig auseinandersetzen will und ganz viel lernen will, dann muss man mal Linux von Scratch ausprobieren. Am besten in der VM. Und nicht versuchen, das im eigenen Basis-Hostsystem zu installieren. Ja, das ist eine gute Idee. Da lernt man ganz viel und treibt sich auch in ganz vielen Foren plötzlich rum, weil man ganz viele Sachen nachschlagen musste. Danach kennt man sich auch mit Build-Systemen aus und was für Probleme dabei auftreten können. Und wenn man das noch nicht kann, dann schlingert man so ein wenig hilflos in irgendwelchen Foren rum und die haben das so und so gemacht. Ja, dann probiere ich das jetzt auch mal und vielleicht klappt es ja. Also ich habe das tatsächlich mal produktiv benutzt, ein Dreivierteljahr. Ich glaube, in dem Dreivierteljahr habe ich aber auch nichts anderes gemacht, außer mein System zu verwalten. Nicht schlecht. Falls man mal ein Dreivierteljahr nichts Besseres zu tun hat, warum nicht? Student. Linux von. Okay. Ja. Linux von Scratch. Unbedingt eine Empfehlung. Was wir eigentlich komplett da. Also, ich habe mir das mal rausgeschrieben, ich habe nachgeguckt. Ja, Android 1.0 ist 2008 reingekommen. Also, dieser Vortrag konzentriert sich eigentlich auf Desktop-Systeme. Das hat es ja auch schon gegeben.
Und so lange ist das schon her? Das ist schon so lange her. Also das ist ja eine halbe Ewigkeit. Da konnte man das ja quasi nicht haben. Nein, aber es gab es da schon. Ah, okay. Und ja, wie soll man das sagen? Also Linux auf dem Desktop, ob das sich nun durchsetzen wird oder ob der Desktop selbst vorher auch stirbt. Keine Ahnung, ich glaube, der Desktop stirbt vorher aus. Finde ich eigentlich eher schade, aber das könnte so kommen. Denn Android ist letztendlich auch bloß ein... Linux mit einer Java vor allem drauf. Ja, gut, das ist die diplomatische Variante. Ja, die diplomatische Variante. Ja. Genau. Ja, man kann Linux ja irgendwie... Linux ist ja im Endeffekt nur der Kern davon. Da kann man ja immer Dinge zuklatschen. Und die meisten Linux-Distributionen, die wir so am Desktop benutzen oder die wir auf irgendwelchen Servern benutzen, das ist halt GNU-Linux. Das ist halt GNU mit dem Linux-Kern dabei. Und sowas findet man auf einem Android nicht. Auf einem Android findet man halt nur den Linux-Kern und dann kommt auch gleich diese Oberfläche. Wobei das auch mal ganz interessant ist, wenn man das mal auseinander nimmt oder sich die Interna da mal anguckt. Es ist wirklich sehr schlank gestaltet. Ja, ich glaube... Wir haben noch ein bisschen... Der Mate-Desktop. Genau, das ist vielleicht auch nochmal, wie soll man sagen, also so eine Kategorie von Dingen. Sagen wir mal, bei anderen Betriebssystemen, die von Herstellern kommen, die keinen Quellcode rausrücken, da ist es ja mehr so diese Friss- und Stirb-Mentalität. Oh ja. Entweder du updatest das oder dein Rechner läuft ab morgen nicht mehr oder du musst halt alles neu kaufen. Bei Linux ist es eher nicht so. Solange sich irgendjemand findet, der meint, ach, das ist ja gar nicht so doof und ich finde das eigentlich besser, als was ihr jetzt macht, wird es halt weiter getrieben. Also wie zum Beispiel Mate ist die Fortführung von GNOME 2, also von einem aus heutiger Sicht relativ schlanken Desktop. Als er rauskam, war es auch nicht unbedingt ein schlankes System. Nicht unbedingt, aber es war umfassend. Es hat funktioniert. Naja, und der Clément Lefebvre, wie heißt er? Ja, Brasilianer. Der, echt? Ja. Ist ein Brasilianer? Okay. Ja. Gut. Also der hat eben dieses Linux Mint begonnen, ist immer noch gut dabei und macht sehr, sehr viel da. Und er fand die Neuausrichtung von GNOME nicht so gut und darum hat er eben den GNOME 2er Desktop jetzt weiter gepflegt mit ein paar anderen Leuten zusammen. Das heißt jetzt Mate, damit man es nicht verwechseln kann und überhaupt. Und dann gibt es eben auch dieses Cinnamon für Leute, die unbedingt eine 3D-Karte haben. Also die sowas, also geht ja heute quasi nicht mehr ohne, aber die noch ein bisschen mehr Strom verbrauchen wollen für wabbelnde Fenster und Schnickschnack. Das verbraucht nicht unbedingt mehr Strom. Ist das nicht mehr so? Nein. Die GeForce-Spezialsysteme Dinge erledigen lassen, ist stromsparender als den Kernel. Ja, gut, die vielleicht aber nicht mehr, also nicht so die... Aber nochmal auf diese Desktop-Oberflächen zu kommen, irgendwie vor 3 oder 4 Jahren ging das los, dass alle Desktop-Oberflächen ihre kompletten alten Konzepte wegwarfen und sie... Entschuldigung. Vor 3-4 Jahren ging das los, dass sämtliche Desktop-Oberflächen durch die komplette PC-Welt alle ihre Oberflächen wegwarfen und tolle neue Konzepte bauen wollten. Das endete bei Microsoft dann in Windows Kachel. Bei Ubuntu endete es in Unity und ich weiß nicht, hat Apple irgendwas geändert? Mehr Wischoberflächen. Ja, genau. So, irgendwie hat man bei diesen ganzen Oberflächen immer so ein bisschen das Gefühl, im Irrenhaus zu sein. Also wenn man nicht mehr weiter weiß, springt man mal halt irgendwie gegen eine Wand und vielleicht poppt da irgendwie ein Menü auf. Oder jemand kommt vorbei und gibt einem neuen Beruhigungsmittel. Und ja, also man kann quasi froh sein, dass es Leute gibt, die sagen, okay, the good old way ist das, was ich irgendwie bedienen mag und womit ich vor allem auch mal arbeiten mag und die Sachen dann einfach am Leben erhalten. Genau. Und am Anfang war Mate Desktop tatsächlich nur, wir erhalten das am Leben, mittlerweile haben die tatsächlich auch Neuerungen. Ja, ja. Und es funktioniert eben. Es funktioniert eben. Das ist eben wie für mich halt... Es muss funktionieren, nicht? Ja. Das finde ich immer sehr wichtig. Ah, das Forum ist zurück. Das Forum auf Papier. Sehr schön. Das hat aber keine 2 Monate gedauert. Nee. Aber ich weiß nicht, ob jemand jetzt Fragen gestellt hat auf Diskette oder eingeschickt. Also ich glaube, die nehmen auch schon lange nichts mehr an. Mhm. Das Konzept war jetzt auf Dauer auch nicht so tragfähig. Steht da auf die wievielte Ausgabe das ist?
Also die haben sich durchaus einige Jahre gehalten, also über 10 meine ich sogar. Dieses Magazin, der PC Heimwerker, erschien sogar mal als Hochglanzmagazin. Also so richtig mit Einband und Farbe und so. Also das ist quasi schon der absteigende Ast, bevor es nicht mehr allzu lange dauert. Dann sollte das Ganze als Diskettenmagazin weitergeführt werden. Also da sollte denn der Papierumweg weggelassen werden. Fragen und Antworten wurden dann als Disketten da immer noch hingeschickt, aber es wurde nicht mehr gedruckt, sondern auf andere Disketten kopiert und die Disketten wurden dann wieder verteilt. Haben wir eigentlich hervorgehoben. So Stilblüte. Mit C64? Mit C64, das war damals ja vielleicht noch halbwegs aktuell. Anfang der 90er? Ja, für einige Leute schon. Also das ist eben auch so ein bisschen Szenemagazin. Also da sind noch so Sachen drin, die eigentlich damals schon alt waren, so einen Kreis immer noch interessiert haben. Er hat vielleicht ein bisschen nachgelassen mit C64 im letzten Jahr. Ja, so ein bisschen. Wobei, den gibt es ja wieder in Joystick-Form. Stimmt. Also einige Dinge kommen halt immer wieder. Die Form ändert sich, aber es kommt wieder. Ja. Jo. Der ist besser geworden. Ja, und vor allem hat er jetzt grüne Haare, ne? Also das ist so der rebellische Tux. Das ist so ein Punker-Tux, glaube ich. Punker-Tux. Ja, das ist tatsächlich. Da sind wir jetzt quasi in der Gegenwart angekommen. Ja, das kennt ihr wahrscheinlich alle zu. Und da heißt es jetzt eben LibreOffice. Genau, das ist jetzt GNOME 3. Genau, alles ein bisschen weniger konfigurierbar und dafür übersichtlicher, wie wir ja nachher in einem anderen Vortrag erzählen. Also so übersichtlich fand ich es eigentlich nicht. Eigentlich stand ich irgendwie davor, du willst ja eigentlich bloß irgendwas starten. Wie kommst du denn da hin? Ach, ich muss einen Suchbegriff eingeben. Terminal, bekomme ich da... Ah, jetzt bekomme ich ein Terminal. Okay, gut. Muss ich oben erst einen Suchbegriff eingeben und schön, dann das Icon auswählen. Schön, wenn man dann vor einer deutschen Variante davon sitzt und das Ganze also plötzlich Konsole heißt. Also da wäre ich vielleicht auch noch drauf gekommen. Also von KDE kenne ich das ja, Konsole mit K. Ja, stimmt. Wie viel es ja mit K war. Genau, also Cinnamon sieht irgendwie... Du hättest mal Menüs aufklappen sollen, dann hätte man das mal ein bisschen sehen. Ah, das ist so ein bisschen fricklich mit diesen Screenshots. Ne? Die Screenshots mache ich ja von draußen und wenn du jetzt da VM den Fokus nimmst oder mit der Maus da irgendwie raus... Also das... Oh ja, hat jemand schon mal auf irgendeiner dieser Folien einen Mauszeiger entdeckt? Außer den hier. Da müssten wir hier drauf sein. Sicher? Also auf den neueren, ja. Ich weiß nicht, haben wir die jetzt durch? Genau, ja. Wir haben die jetzt durch. Dann nochmal ganz zurück. Hier ist so ein schwarzes Quadrat. An dieser Stelle, wo ich da jetzt die Maus bewege, da sollte in der VM eigentlich die Maus sein. Dieses Suse von 96 zum Laufen zu kriegen, war jetzt nicht so einfach. Ich habe probiert und noch und nöcher und... es klappte erst überhaupt nicht und dann dieser Grafik, ja, ist das ein Treiber? Wahrscheinlich, ne? Also XF86-SVGA-Blafasel, dieses Teil. Ja. Das ist, also man kann sagen, es ist quasi ein Treiber. Das wollte nicht mit QEMU und QEMU war schon quasi das höchste der Gefühle, was eben diese... eine Grafikkarte emulieren konnte oder halb emulieren konnte, die damals geläufig war, Serious Logic irgendwas, ja. Damals sehr verbreitet und das klappte immer noch nicht und dann habe ich geguckt nach eben dieser Datei und dann stieß ich auf einen schwedischen Server, einen FTP-Server, auf dem verschiedene Linux-Distributionen einfach auseinandergekloppt waren und da konnte man die Dateien einzeln runterziehen und dann habe ich halt geguckt, aha, das Original, der Originaltreiber ist jetzt so 2,5 MB groß, Was gibt es denn ungefähr in derselben Gewichtsklasse? 3,4, probier's mal aus, schieb's mal rein, okay, stürzt ab. Denn da habe ich mich immer so ein bisschen runtergetastet, bis ich dann bei, was weiß ich, 2,8 MB war für diesen Grafiktreiber. Und dann kam dieses nicht sehr schöne, aber durchaus farbige Bild dabei zustande. Das sind, glaube ich, auch bloß, wie viele Farben sind das? 16? Oder sind das weniger? Vor allem, hast du da diesen Schneemod an? Genau, also und je nachdem, in welchem Fenster sich die Maus befindet, wird versucht, dieses Fenster mit
möglichst vielen Farben darzustellen. Ah. Also was man unten auf diesem Fenster sieht, dieses Schwarze hier, dieses Gekruggel, sollte eigentlich weißer Schnee sein. Der fällt von oben runter und dieses, was man garantiert nicht erkennen kann, hier da drüber, das ist eigentlich der Weihnachtsmann auf seinem Schlitten mit den Rentieren davor. Das ist prinzipiell schon in Farbe. Also die Rentiere sind braun und irgendwie der Weihnachtsmann hat einen roten Sack. Ja, aber wo du gerade noch was sagtest. X-Free 86. Ach ja, da sind wir ja wieder beim Thema. Ne? Ja, genau. Dinge, die es nicht mehr gibt. Irgendwann 2000 rum, 2002 rum, zerstritten sich die Entwickler von dieser X-Oberfläche und es wurde kurzerhand mal eine Ausgründung namens X-Org gegründet. Die haben interessanterweise auch ein Character Domain bekommen. Also man versuche mal heutzutage irgendwie zwei Zeichen Domains zu bekommen. Das kann man quasi vergessen, aber die haben es irgendwie um 2002 irgendwas geschafft, tatsächlich die Domäne x.org zu bekommen. Fand ich sehr faszinierend. Ja, Dinge, die es demnächst nicht mehr gibt, x.org. Also ich glaube, die Ära von X kann man mittlerweile als angezählt sehen. Und ja, vielleicht sollten wir nochmal sagen, was X eigentlich ist. In den 70er, ja, irgendwie im Dreh, haben Leute halt auch schon mal gedacht, ach so, grafische Benutzeroberflächen, die wären ja ganz nett. Also hat man angefangen, eine Desktop-Oberfläche zu entwickeln, beziehungsweise ein grafisches System zu entwickeln, was über ein Netzwerk auf Terminal-Servern Dinge darstellen konnte und die Großrechner, die mehr Leistung hatten, haben dann die Sachen quasi berechnet. Da liefen die Programme, die haben das berechnet und die grafischen Aufgaben quasi per Netzwerk an diese Terminals übergeben. Das war dann das X-Protokoll. So, und wie das so ist, Dinge halten sich immer länger, als man eigentlich will. Hat sich dieses Protokoll quasi mittlerweile, oder diese Umgebung, bis in die heutige Zeit gerettet und heute ist halt der Rechner, der das alles, wo die Anwendungen alle laufen, der gleiche Rechner, wo auch die Grafikausgaben hingeleitet werden. Und zwar quasi immer noch im selben Format, was nicht ganz stimmt, weil heutzutage haben wir ja schicke Grafikkarten und die mit tollen Shadern und tollen Buffern alles ganz toll irgendwie selber rendern können. In hoher Geschwindigkeit de facto transportiert dieses Protokoll mittlerweile nur noch diese Buffer und wirft sie an die richtige Ecke. Das heißt, wenn man hier irgendwie so ein Programm heutzutage sieht, also damals wurde das halt alles in diesem X gerendert, und wenn man heutzutage so ein Programm sieht, dann kann man davon ausgehen, dass im Hintergrund irgendeine Grafik-Engine, sei es OpenGL oder irgendwas anderes, dieses Bild quasi vorberechnet hat und X nur noch das komplette Bild transportieren lässt. Ist nicht die schnellste Methode, aber mit heutigen modernen Grafikkarten schneller, als wenn man versuchen würde, das ganze komplette Bild mit X-Befehlen an die Oberfläche zu bringen. Und da gibt es halt ein Tool, eine Oberfläche, die aktuell neu entwickelt wurde, die heißt Wayland und die wird X wohl in den nächsten Jahren vom Desktop verbannen. Also verschwinden wird es wahrscheinlich nie. Vor allem haben die ja auch vor, das soweit kompatibel zu halten, genau. Dass man eben auch seine X-Anwendung noch weiter laufen lassen kann. Von daher. Und dieses mit, also ich benutze das immer noch, also quasi Stichwort so Cloud-Blaffase. Ach ja. Also Inhalte von fremden Rechnern rüberbeamen mache ich durchaus auch noch. Oder Videoschnittkrempel auf einem anderen Rechner laufen lassen. Und gut, die machen das nicht so, aber das Ding rödelt dann unterm Tisch irgendwo rum und ich habe dann meinen Laptop da und kann mich dann irgendwo anders hin verziehen und habe dann da meine Ruhe. Also das klappt immer noch und ich finde es gut, dass es das gibt. Das ist ein Feature, was man ab und zu mal nutzen kann, aber ja. Ja gut, einige brauchen es mehr, andere brauchen es weniger. Genau. Also zum Zocken ist es irgendwie wahrscheinlich eher ungeeignet. Apropos Zocken, LAN-Party heute, ne? Ja, ja. Oh, hab ich schon erwähnt, du hast ein sehr schickes T-Shirt an. Ach genau, ja stimmt, du aber auch, ne? Wo gibt's die denn? Ich glaube, ich habe die unten am Tresen gesehen. Ach wirklich? Ja. Ich glaube, die kann man sogar kaufen, oder? Da gibt es auch diese schicken Tassen, habe ich gedacht. Ach, da gibt es auch diese Becher. Ja, und die, und dieses die, Jahr neu. Genau, dieses Jahr neu. Die sehen aber so aus, wie die es davor auch gab. Und der Becher muss nicht leer bleiben. Also man kann diesen Becher kaufen und kann sich dort Kaffee reinfüllen lassen. Hm.
Ja. Dann hätte ich also nicht nur Luft hier hoch transportieren können. Nein. Aber wie man an den braunen Rändern so ein bisschen sieht, schon benutzt. War irgendwas drin. Also es gibt die Dinge auch in neu. Also nicht bloß. Also. Ja. Ja. Wir haben noch ein paar Minuten. Nicht mehr viel. Gibt es noch was Lustiges? Achso, ich habe noch aufgeschrieben, Raspberry Pi. Auch quasi als so ein Meilenstein. Oh, ja. Also meinen hatte ich, glaube ich, 2012. Den gab es irgendwie schon vorher. Also das ist auch nicht unbedingt Desktop, auch wenn da so ein Desktop-System drauf ist, aber es macht nicht wirklich Spaß. Aber man kann da also andere lustige Sachen mitmachen, wie zum Beispiel Mediabox-Systeme. Oh ja, Linux. Kann man sich auch angucken. In der Linux-Lounge gibt es ein Media-Center auf Raspberry Pi-Basis, also dieses mit dem größten Monitor dran. Ja. HD-TV. HD, natürlich. Ja. Natürlich HD. Was sonst? Gibt es noch was anderes? Ja. Alte Hardware. Stimmt, gibt es auch. Aber wer noch mal einen Blick in die Vergangenheit haben will, wir haben da einen nicht vollständigen Stapel an CTs aus den 90ern ausgegraben. Ich empfehle jedem mal, einen Blick auf die Preislisten Anfang 90 zu werfen. Wenn man da Grafikkartenpreise für 500 D-Mark sieht, dann weiß man, warum man früher sowas nicht hatte. Aber ich glaube, so viel kannst du heute immer noch ausgeben. 500 Mark, komm, das sind bloß 250 Euro. Nimm mal eine aktuelle Gamer-Karte, die gibt da nichts mehr am Tisch. Ja, aber für Soundkarten kannst du auch so viel ausgeben. Na gut, das kriegst du aber nicht mehr, oder? Wo? Kannst du? Ja, doch, kriegst du. Aber da kriegst du wirkliche Profi-Hardware. Ja, und die braucht dann wieder eine extra Lüfter. Ja. Und eigene Stromversorgung. Eigene Stromversorgung. Ja. Ja. Haben wir noch irgendwas Wichtiges? Ja, an sich, weiß gar nicht, habe ich hier nochmal gebootet. Also viele von diesen Distributionen kann man sich eben auch angucken und ein bisschen dran rumspielen. Also virtualisiert habe ich den ganzen Dreck drüben. Also auch in der Linux Lounge, wie hässlich es damals war ungefähr. Ja, man konnte damit arbeiten. Ja gut. Also daran, dass man dann irgendwie arbeiten konnte, scheiterte es ja nicht. Es war nicht schön, aber das war nichts zu der Zeit. Man denke an Windows 3.11. Zu der Zeit, da gab es übrigens auch keine ordentlichen grafischen Login-Manager oder man wollte sie auf jeden Fall nicht benutzen. Ach, nee, doch nicht. Also es hat auch keine Maus. Also ich weiß, selbst die schwarze Rechteck ist... Fokus. Oh. Da unten sind wir. Also da, wo sich die Farbe ändert, da in diesem Rechteck ist prinzipiell die Maus. Da! Ah! Ja, okay. Gut, also das kann man sich drüben live und in Farbe, ja. Farbe ist es ja wirklich, es ist hässlich, aber es ist trotzdem Farbe. Genau. Denn angucken. Ja. So, hast du noch was? Haben wir noch was in der Kiste? Ja, wir haben noch was in der Kiste, aber so schwere Boxen hatten wir schon. Genau, SUSE Online hatten wir auch schon. Also wer noch mal einen Blick in die Handbücher werfen will, der kann ja gerne mal vorbeigucken, kommen und den haben. Cool. Ja, ansonsten wünsche ich euch allen einen schönen Linux- und Open-Source-Tag heute. Und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Soll ich die hier mal wieder ausmachen? Das Ctrl-Alt... Aha.